Flüchtlingstsunami oder Flüchtlingslawine. Das sind natürlich schon Wörter, die aus der rechten Ecke kommen. Aber Flüchtlingswelle lese ich doch überall. Genau, das ist eben das Problem. Einige dieser Wörter werden dann plötzlich übernommen und alle schreiben das. Und das finde ich auch problematisch, weil damit natürlich auch ein bestimmtes Gedankengut in den Mainstream kommt. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück in Hamburg. Wer bist du? Ja, ich bin Martin Hase. Ich bin Linguist und beschäftige mich daher mit Sprache. Mit irgendeiner speziellen Sprache? Na, das ist immer die falsche Frage, die man nicht stellen soll. Also eigentlich beschäftige ich mich mit allen Sprachen oder mit Sprache schlechthin. Aber also deutsche Sprache, englische Sprache. Ja, nee, eigentlich nicht. Also von meiner Ausbildung her bin ich halt allgemeiner Sprachwissenschaftler. Aber aufgrund der Stelle, die ich habe, beschäftige ich mich besonders mit romanischen Sprachen. Und weil Deutsch meine Muttersprache ist, beschäftige ich mich auch mit Deutsch. Ist Deutsch eine romanische Sprache? Nein. Was ist eine romanische Sprache? Romanische Sprachen sind die Sprachen, die vom gesprochenen Latein abstammen, nämlich Französisch, Spanisch, Italienisch, Katalanisch, Okzitanisch, Sardisch, Rumänisch, Portugiesisch und einige mehr. Kannst du die alle? In unterschiedlichem Maß, würde ich sagen. Also auf Rätoromanisch könnte ich mich jetzt nicht unterhalten und Rumänisch geht inzwischen sehr schlecht, weil das eingerostet ist, aber ich habe sie zumindest alle mal versucht zu lernen und zu sprechen. Ich kenne dich jetzt und die Leute kennen dich vielleicht auch, du hast einen Blog, Neusprechblog, ja? Mhm, mache ich zusammen mit Kai Biermann und da geht es halt um Neusprech, also um neue Wörter oder eben auch neue Begriffe oder auch neue gleich ganze Ausdrücke, die man findet, vor allen Dingen in der Politikersprache. Es geht vor allen Dingen um Politikersprache im Deutschen. Ist das was Schlimmes, also dass es neue Begriffe gibt? Naja, eigentlich nicht, aber der Begriff Neusprech kommt ja nun von George Orwell und Newspeak, also eine Sprache, die verwendet wird in einem totalitären Staat, in einem Überwachungsstaat, 1984, da heißt er Ozeanien. Und wir leben ja nun in Deutschland inzwischen auch in einem Überwachungsstaat. Und auch da gibt es ganz ähnliche Phänomene und die möchten wir eben offenlegen. Ja, bitte. Also was für Phänomene hast du in den letzten Jahren beobachtet? Ja, eine ganze Menge. Also wir hatten jetzt gerade so eine der letzten Ausdrücke, war zum Beispiel Obergrenze von Horst Seehofer. Darüber habe ich ja auch hier gesprochen auf dem Chaos Communication Kongress, wo es halt so ein bisschen, ja, du hast mir das beigebracht, Porturing heißt das, also nicht wirklich gelogen wird, aber es wird so ein bisschen so mit der Wahrheit gespielt oder mit der Lüge gespielt. Also bei Obergrenze hört man, wenn man unbedarft ist, irgend sowas raus wie, der ist gegen Flüchtlinge. Was er aber eigentlich sagt und was er auch immer wieder dann sogar wirklich sagt, ist, dass es nicht um die Obergrenze, also er sagt nicht, worum es nicht geht, sondern er sagt, dass es um eine Obergrenze der Zuwanderung geht. Und damit sagt er eben Zuwanderung, also tatsächlich Integration und so weiter. Aber wenn er dann auch vor allen Dingen von Obergrenze alleine spricht, hören eben viele, dass er was gegen die Flüchtlinge tun will. Und das ist eigentlich gar nicht da vorgesehen. Also hören wir Horst Seehofer einfach nicht gut genug zu. Möglicherweise hören wir nicht gut genug zu, aber das ist natürlich auch schwierig, das herauszufinden, weil eben, wie gesagt, oft Obergrenze alleine verwendet wird und da, wo er es dann vielleicht näher erklärt, das in einem Zusammenhang steht, wo dann gerade Journalisten auf andere Punkte dann mehr eingehen und das gar nicht mehr so genau thematisiert wird, um was für eine Obergrenze es eigentlich geht. Meinst du, dass Horst Seehofer, jetzt zum Beispiel Horst Seehofer, das absichtlich so macht? Also haben die eine Strategie, sitzt er am Tisch irgendwie mit seiner Partei oder zu Hause und sagt sich, wie kann ich da jetzt irgendwie sprachlich... Naja, ich denke schon, dass es eine Strategie gibt. Da muss es eine Klausurtagung gegeben haben, denn sie haben sich ja auf dieses Konzept geeinigt. Und man sieht das ja, es ist ja nicht nur Seehofer, sondern ich meine, das ist dann auch der Generalsekretär, der dann das auch sagt und dann eben sogar sagt, ja, das ist überhaupt nicht verfassungsfeindlich, so eine Obergrenze einzuführen. Naja, es ist halt deshalb nicht verfassungsfeindlich, weil es gar nicht darum geht,
dass jetzt Flüchtlinge ausgegrenzt werden sollen, sondern es geht darum, dass die Zuwanderung, also die Einwanderung behindert werden soll. Und deshalb ist es halt, widerspricht es nicht dem Asylparagraphen im Grundgesetz. Ne? Das ist halt der Punkt. Und deshalb kann er halt mit dem Brustton der Überzeugung sagen, nein, wir sind keine Verfassungsfeinde. Ne? Aber also das muss irgendwie abgesprochen worden sein. Also sie müssen sich ja irgendwie auf diese Strategie geeinigt haben. Ja. Also das ist jetzt nicht einfach so rausgerutscht, sondern man hat sich darauf geeinigt. Oder man weiß es natürlich nicht. Am Anfang kann es mal jemandem rausgerutscht sein, dann haben sie nachgedacht und dann eben auf einer Klausurtagung das Konzept ausgearbeitet. Ja. Wenn es eine Obergrenze gibt, warum wird denn nie von einer Untergrenze gesprochen? Genau, das ist der andere Punkt, das habe ich jetzt hier in meinem Vortrag nicht erwähnt. Aber natürlich ist es mit der Obergrenze noch sehr viel auffälliger, denn da ist dieses Ober drin. Und das impliziert natürlich, dass es eine Untergrenze gibt, aber niemand spricht von einer Untergrenze. Und man natürlich tatsächlich mal drüber nachdenken könnte, ob nicht tatsächlich eine gewisse Zahl von Zuwanderern gebraucht wird. Das ist aber gar nicht da thematisiert. Nein, Obergrenze wird vor allen Dingen verwendet, weil so ein Kompositum in sich so eine Abschwächung hat. Wenn man einfach nur sagt, Grenze oder Begrenzung, was ja auch manchmal gesagt wird, was bis jetzt mehr gesagt wird, das ist auch ganz interessant, wenn man sich die Interviews anschaut, das mit der Obergrenze ist ja schon ein Jahr lang im Gespräch. Ende des letzten Jahres hieß es wirklich nur Obergrenze, jetzt spricht man auch von Begrenzung. Begrenzung ist natürlich etwas härter als Obergrenze. Warum? Naja, weil es eben nicht relativiert ist. Bei der Obergrenze durch das Ober wird eben so angedeutet, naja, das ist eben die Obergrenze, das klingt irgendwie technisch, eben tatsächlich, dass es so eine Bahn gibt, die optimal ist, so wird also impliziert, dass es irgendwie so ein Optimierungsverfahren gibt, was natürlich alles nicht da ist. Ja, aber das schwächt das Wort halt ab. Von wem werden neue Begriffe, zum Beispiel Obergrenze oder hoffentlich kannst du noch ein paar andere nennen, in den letzten Jahren eingebracht? Also von den Regierenden, von der Opposition, gibt es da Merkmale oder kann jeder alle Begriffe einbringen? Es ist unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Quellen. Also bei einem Wort haben wir das mal tatsächlich auch richtig herausfinden können. Und zwar ging es da um Studiengebühren. Und Studiengebühren hießen, als es sie noch gab in Bayern, nicht Studiengebühren im Gesetz, sondern Studienbeiträge. Wir haben halt herausgefunden, wo das herkommt, denn da gibt es ein Papier dazu. Da gibt es nämlich ein Papier vom Zentrum für Hochschulentwicklung, also einer Organisation der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh. Und die haben ein Papier geschrieben, wo sie halt geschrieben haben, es ist besser, das Studienbeiträge zu nennen. Und in dem Papier steht dann auch immer Studiengebühr, / Studienbeiträge. Und sie empfehlen dort, dass tatsächlich man das nicht Studiengebühr nennt, sondern Studienbeiträge. Und siehe da, plötzlich ist das im bayerischen Gesetz. Aber haben Sie das begründet, warum Beitrag besser ist als Gebühr? Ja, ja. Also das ist eben, also Gebühr hat halt negative Assoziationen und Beiträge. Das hat irgendwie so, dass man selber was beiträgt zu seinem Studium. Das wird halt positiver aufgenommen. Und dann gibt es auch noch so juristische Überlegungen, die aber nicht wirklich schlüssig sind. Es gibt tatsächlich den Terminus Beitrag im Finanzrecht, glaube ich, ist das, ich weiß es nicht so genau. Und dort geht es halt darum, dass ein Beitrag tatsächlich etwas ist, was so ein bisschen wie so eine Abgabe ist. Und das würde auch, so steht das in dem Text, auch vom Konzept her besser passen. Aber das ist natürlich so eine Sache. Also es ist trotzdem auch eine Gebühr. Und von daher hätte man eigentlich auch bei Gebühr bleiben können, was ja zunächst der Terminus war. Also dass man Anstrengungen unternimmt, sich Gedanken darüber zu machen, dass man einen etablierten Terminus, der ja dann auch in anderen Bundesländern gebraucht wurde, eben nicht zu gebrauchen, zeigt ja, dass Leute da über Sprache nachgedacht haben. Das bringt mich... Haben die den Rundfunkbeitrag nicht auch, also hieß der nicht auch früher GEZ-Gebühr oder Rundfunkgebühr? Stimmt. Und jetzt Rundfunkbeitrag? Genau, ja, das ist sicherlich so eine ähnliche Sache. Da weiß ich allerdings nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Da könnte man vielleicht nachrecherchieren und findet dann ein ähnliches Papier. Inzwischen ist ja das Gute im Internet, dass man solche Sachen dann auch findet.
Du machst es jetzt jahrelang, du hast ja jetzt gesagt, Obergrenze ist jetzt neu. Mhm. Was ist in den letzten Jahren auch etabliert worden? Was hat sich verselbstständigt? Welche Begriffe? Ja, was sich etabliert hat, das kommt aus den 80er Jahren, ist das Wort Gefährder. Gefährder hat man damals angenommen, um ein Wort zu haben, was so ein bisschen so ist wie Störer, aber eben, also es gab da die Tendenz, also die Innenministerkonferenz hat diesen Begriff hier eingeführt, das steht auch in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel, eben tatsächlich für Leute, die noch keine Straftat begangen haben, wo man eben präventive Maßnahmen ergreifen will. Diese ganze Idee der präventiven Polizeiaktion stammt ja aus der Zeit und dann brauchte man natürlich einen Begriff. Da hat man sich eben überlegt, so in Analogie zu Störer, Gefährder zu benutzen. Und dieses Wort ist inzwischen ja so etabliert, dass irgendwie ständig über Gefährder gesprochen wird. Und da das so etabliert ist, braucht man wieder eine erneute Abschwächung. Und dann wird dann von potenziellen Gefährdern gesprochen, was natürlich ganz merkwürdig ist. Wenn der Gefährder schon jemand ist, der potenziell stört, dann ist der potenzielle Gefährder ja der potenzielle Störer. Das ist dann natürlich ein bisschen viel. Und ja, dann gibt es dann noch weitere Abschwächungen. Dann ist es dann ein möglicher potenzieller Gefährder und es wird dann immer mehr und im Grunde sind wir es am Ende alle, weil möglicherweise ja viele von uns potenziell auch mal potenzielle Störer sein können. Wenn Gefährder ein Wort der Sicherheitsbehörden ist und ich in den Medien, also bei meinen Kollegen lese, dass die Gefährder ohne Anführungsstriche schreiben. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich Gefährder benutze, schreibe ich das mit Anführungsstrichen. Wie sollte man das machen? Wenn der Begriff quasi von den Sicherheitsbehörden kommt. Naja, aber wenn man selber schreibt, ist man ja selber sozusagen Herr der Lage und kann eben dann auch selber entscheiden, was man schreibt. Und da könnte man tatsächlich in Anführungszeichen schreiben. Ich fände das sehr gut. Ich meine, die Springerpresse hat das vorgemacht mit der DDR. Die haben bis 1989 DDR in Anführungszeichen geschrieben, obwohl das ja wirklich dann an irgendeiner Stelle schon lächerlich wirkte. Ja. Aber das könnten wir mit anderen Wörtern auch machen. Und dann wird vielleicht Leuten klar, dass es sich hier um bestimmte Wörter handelt, die halt so einen leichten, ja, Paltering-Charakter haben, wie das offensichtlich jetzt heißt. Ein anderer Begriff, der in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist, ich weiß nicht, ich habe es in deinem Blog jetzt nicht gelesen, der Stabilitätsanker. Ist dir das ein Begriff? Ja. Weißt du, was das bedeuten soll? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Stabilitätsanker auch haben, aber wir haben sehr viel. Zum Beispiel zum Stabilitätsmechanismus, den haben wir bearbeitet, weil das natürlich ein Widerspruch in sich ist. Auf der einen Seite stabil, auf der anderen Seite Mechanismus. Und beim Anker ist das natürlich auch ein Bild, was dort eingeführt worden ist, um. Ja. Ist ja eigentlich ein Begriff aus der Architektur. Ja. Ne? Genau. Der Todmann-Anker, ist ja dazu da, quasi, dass das Gerüst nicht umfällt. Genau, ja. Und so ist das. Das ist genau dieses Bild. Ähnlich wie der Rettungsschirm. Ja. Der ja auch ein schönes Bild ist. Wir haben das da ja auch sehr schön herausarbeiten können. Wir haben irgendwie, weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber bevor das Ganze losging mit der Finanzkrise, 2006 oder so, oder 2005, da gab es irgendwie ganz wenig Erwähnungen. Da gab es halt irgendwie 6 Erwähnungen im Jahr des Wortes Rettungsschirm, also in der Pressedatenbank, die wir ausgewertet haben. Und da ging es bei dem Rettungsschirm immer um Fallschirme. Und wenn es jetzt zum Rettungsschirm geht, da gibt es auch Abbildungen. Wir haben zum Beispiel vom Bundestag eine Abbildung, als der sogenannte Rettungsschirm verabschiedet wurde. Da haben die ein Bild dazu gemacht, wo man Männer mit Regenschirmen sieht. Also da hat sich auch das Bild komplett verändert. Also es ist also harmloser geworden. Obwohl vielleicht dieser europäische Stabilitätsmechanismus nicht so harmlos ist. Gibt es Begriffe, die vor ein paar Jahren aufgekommen sind, die jetzt schon wieder verschwunden sind? Ja, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe. Also gerade so politische Begriffe, die dann aus dem Interesse gefallen sind, also siehe auch Rettungsschirm. Ich glaube, da ist jetzt auch, wenn man jetzt nochmal guckt, die Verwendung total zurückgegangen. Wir sehen das noch. Wir haben das, glaube ich, ausgewertet bis 2013 oder so, die Zahlen, oder 2014. Und da sieht man schon am Ende, gehen die schon wieder zurück. Dann geht das dann von 8.000, war, glaube ich, der Höhepunkt, Erwähnungen auf 2.000 zurück.
Und so geht das natürlich weiter. Also alle diese Wörter sind natürlich kurzlebig. Ne? Also irgendwann spielt das dann keine Rolle mehr. Ich denke auch jetzt Griechenland-Rettung oder sowas ist auch ein Wort, was man nicht mehr so häufig findet, weil das gerade nicht aktuell ist. Das kann natürlich dann wieder aktuell werden. Ja. Gibt es Worte, die die AfD in den Diskurs gebracht hat, der jetzt, und das sind Worte, die jetzt von allen anderen auch verwendet werden? Naja, dann muss man genau gucken. Man weiß immer nicht, wer das genau aufgebracht hat. Aber es gibt eben Wörter, die vom rechten Rand kommen. Da kann auch die AfD Urheber sein. Aber oft ist es so, dass da gibt es so andere Thinktanks in dem Bereich, bei denen sich dann auch die AfD bedient. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Wörtern. Also jetzt gerade mit den Flüchtlingen haben wir diese Sache da, Flüchtlingstsunami oder Flüchtlingslawine. Das sind natürlich schon Wörter, die aus der rechten Ecke kommen. Aber Flüchtlingswelle lese ich doch überall. Genau, das ist eben das Problem. Einige dieser Wörter werden dann plötzlich übernommen und alle schreiben das. Und das finde ich auch problematisch, weil damit natürlich auch ein bestimmtes Gedankengut in den Mainstream kommt. Also ich finde das besonders auffällig bei den Wörtern, die mit kritisch enden. Also das liest man jetzt wirklich überall. Also Fokus habe ich Belege gefunden, sogar bei der Zeit. Also so Wörter wie asylkritisch, zuwanderungskritisch oder schwulenkritische Äußerung und so. Und das ist also wirklich in der Mainstream-Presse angekommen. Aber warum ist das schlimm? Also kann man nicht asylkritisch sein? Oder was meint man eigentlich damit? Naja, kritisch bedeutet eigentlich, dass man schon etwas befürwortet, aber sich vielleicht, es kommt ja von religionskritisch. Ja. Also religionskritisch sind oft Leute, die selber einer Religion angehören, aber eben so ein bisschen darum ringen, was jetzt die richtige Auslegung ist. Na, dass man halt dann guckt, was ist jetzt die richtige Lehre. Na, kritisch eben, dass man siebt, na, was gut ist und was schlecht ist. Kriterien auf Griechisch ist eben sieben. Und bei asylkritisch geht es ja nicht darum, wie das Asyl nun gestaltet ist, sondern es sind Leute, die einfach nicht wollen, dass Menschen Asyl finden. Oder bei zuwanderungskritisch dann eben auch Leute, die keine Zuwanderung wollen. Und bei schwulenkritisch geht es nicht darum, bestimmte Aspekte des Schwulseins eben schlecht zu finden, sondern wird einfach Schwulsein abgelehnt. Also es ist eigentlich feindlich. Also kritisch ersetzt feindlich. Das ist eine Verniedlichung. Ist im Grunde eine Verniedlichung, ja, ein Euphemismus, genau. Warum passiert das? Warum wird das auch übernommen? Ja, das ist die gute Frage. Es wird vielleicht aus Sorglosigkeit übernommen, weil Leute denken, oh ja, ein schönes Wort, klingt unauffällig, das sagen die, dann schreiben wir das auch. Und dann ist es halt im Mainstream. Und das ist schon eine Strategie. Also man sieht, glaube ich, gerade bei der Rechten, dass es so zwei Strategien gibt, eben das punktuelle Provozieren. Aber die andere Strategie ist eben der Versuch, in den Mainstream zu kommen. Und da kann man halt mit solchen Wörtern sehr schön arbeiten. Das hat ja jemand in der Diskussion noch so ein schönes Beispiel gebracht, was ich selber gar nicht gefunden habe. Nämlich, dass dann von Flüchtlingsfrage die Rede ist. Das kommt natürlich sehr harmlos daher. Aber wenn man so ein bisschen über Flüchtlingsfrage nachdenkt, kommt so die Assoziation. Judenfrage, genau. Und das ist eben möglicherweise beabsichtigt. Wer dieses Wort aufbringt, der möchte halt auf der einen Seite provozieren, auf der anderen Seite aber auch so ein harmloses Wort in die Welt setzen, was dann vielleicht jemand übernimmt. Und wenn es funktioniert, dann ist das plötzlich ein gängiger Ausdruck und das ist schlimm. Gibt es Strategie der Linken, der Linksradikalen, der Linkspopulisten? Ja, ist die Frage, ob es, also Populismus gibt es natürlich bei allen Parteien. Aber es gibt so eine besondere Ausprägung des Rechtspopulismus, wo mit einfachen Wahrheiten und Ängsten gearbeitet wird. Und bei anderen Parteien ist Populismus anders. Also gerade dieser Aspekt der Ängste ist da weniger. Ich glaube, das zeichnet besonders den Rechtspopulismus aus. Also, dass man mit einfachen Botschaften arbeitet, das gibt's überall. Also von daher kann man sogar sowas wie Linkspopulismus finden, weil es eben auch da einfache Wahrheiten gibt. Und es gibt halt sogar so manche Punkte, da weiß man nicht so genau, worauf es ankommt. Also diese Geschichte mit den 99% oder 99,9% gegen das 1% oder die 0,1%, da hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist ein linker Diskurs.
Aber wenn man dann mal Leute das sagen hört und mal genauer nachfragt, wen sie denn meinen, dann ist es manchmal so, dass Leute dann sagen, ja, diese 0,1%, das sind die Bankiers an der Wall Street, das sind die Rothschilds, und dann ist es antisemitisch gleich und dann passt es eigentlich nicht zu einer linken Politik. Und dann ist man halt im rechten Bereich. Da sieht man halt, wie schnell da sich sowas verschieben kann. Und von daher würde ich schon sagen, auch da handelt es sich dann um Rechtspopulismus, vor allen Dingen, weil ja auch so eine Angst erzeugt wird. Also auch wieder mit so ein bisschen diffusen Ängsten gearbeitet, dass es da irgendwelche Gruppen gibt, die eine Verschwörung haben, eben hier diese Sache mit der jüdischen Weltverschwörung. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall Bestandteil von Rechtspopulismus. Was ist mit dem Wort Verschwörungstheorie an sich? Wird das auch zu inflationär benutzt? Ja, möglicherweise. Also auch ist oft Verschwörungstheorie ein Euphemismus für Propaganda. Und wir kennen das ja auch von Fake News, das ist eben auch Propaganda. Und Fake News und Verschwörungstheorie stehen zum Teil im Zusammenhang. Und von daher ist es auch ein schwieriges Wort mit der Verschwörungstheorie. Natürlich gibt es da inzwischen auch eine klare Definition, gibt Wikipedia-Artikel über Verschwörungstheorien und so, wo man dann auch Kriterien hat. Dann ist es natürlich anders. Aber es kann natürlich sein, dass Verschwörungstheorie informell verwendet wird, eben einfach als Euphemismus für Propaganda. Gibt es Worte, die du gerne benutzt? Also die man, wo du vielleicht früher gar nicht gedacht hättest, dass man die, dass die funktionieren könnten. Also eigene, hast du vielleicht eigene Kampfbegriffe geschafft, irgendwie zu etablieren? Naja, schon. Also es ist. Hast du Neusprech wieder zurückgeholt oder gab es Neusprech schon immer seit Ober? Ja, das gab es natürlich schon immer und es gibt natürlich auch schon politische Rhetorik immer. Und man versucht halt immer, man hat auch schon immer versucht, mit Wörtern irgendwie Effekte zu erzielen. Und klar, also ich denke, wenn die eine Seite aufrüstet, sprachlich, dann muss die andere Seite das auch tun. Nein, ich habe halt auch schon Sachen über Wörter, habe mir Wörter ausgedacht und versucht, die auch zu etablieren. Also zum Beispiel in der ganzen Diskussion um die Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, was natürlich Neusprech ist, denn es wird ja dann nicht die Kommunikation überwacht, sondern die Quelle, also wird wirklich der Computer verwanzt. Habe ich natürlich dann auch gesagt, ja, da muss man eben tatsächlich über Computerwanzen sprechen. Computerwanze hat sich jetzt nicht so durchgesetzt, weil man dann das schöne Wort mit dem Bundes- und Staatstrojaner hatte. Aber ich habe wenigstens versucht, mit der Computerwanze dann nochmal ein Zeichen zu setzen. Und es ist natürlich schon legitim, sowas auch zu tun. Was ich halt kritisiere, ist, dass Leute einfach unüberlegt irgendwelche Konzepte übernehmen und dann Leuten auf den Leim gehen, denen sie eigentlich nicht auf den Leim gehen wollen. Mir fällt gerade nur das Beispiel, dieses Wort Anti-Amerikanismus ein. Warum gibt es das offenbar nur in Sachen in Bezug auf Amerika? Ich glaube vielleicht Israel noch, Anti-Israel, aber ansonsten, es gibt ja nicht so Anti-Franzose oder Anti-Engländer oder Anti-Spanier. Mhm. Kannst du das erklären? Ja, es ist natürlich die Frage, was im Fokus stehen. Dann haben wir in der deutschen Geschichte lange Zeit gehabt, wo es diese sogenannte Erzfeindschaft, natürlich auch wieder ein seltsam verklärendes Wort, zwischen Deutschland und Frankreich gab. Da gab es natürlich schon auch so ein Gefühl und da gab es auch Wortschatz darüber. Müsste ich nochmal genau nachrecherchieren. Es gibt ja nicht Anti-Russe oder so weiter. Ja, wo ist da auch ein Antikommunismus gibt's und gab's und der Antikommunismus wurde auch verwendet, also in der Zeit des Kalten Kriegs, als, sagen wir mal, antirussisch oder antisowjetisch. Ja, man hat da nicht antisowjetisch gesagt, sondern antikommunistisch. Damit war aber das gemeint. Man war, glaube ich, sehr viel weniger gegen den Kommunismus in Italien. Ja, also das war, glaube ich, weniger gefragt und auch die kommunistische Partei in Frankreich war jetzt nicht das Ziel des Antikommunismus, sondern das war klar antirussisch, antisowjetisch. Und dann die andere Ausprägung der Anti-Amerikanismus, das passt da eigentlich. Denn antikapitalistisch konnte man auch nicht gut sagen.
Ja, weil ja, dann wäre man ja gegen die gesamte westliche Welt gewesen. Aber in dieser Auseinandersetzung, ich denke, da kommt das her, zwischen dem Kommunismus und dem westlichen, von Amerika geführten System, kommt halt dieses Begriffspaar antikommunistisch und antiamerikanistisch auf. Und das fehlte natürlich jetzt mit Frankreich und Spanien. Aber wie gesagt, durch die Auseinandersetzung mit Frankreich gibt es da mit Sicherheit auch einen breiten Wortschatz, den man sich nochmal anschauen müsste. Gibt es Wörter, die Angela Merkel geprägt hat? Ja, also alternativlos wird allgemein Angela Merkel zugeschrieben, obwohl es da ja diesen Vorläufer gibt von Margaret Thatcher, There's no alternative, das Tina-Prinzip, das gab es halt schon. Aber Angela Merkel hat eben dann immer wieder alternativlos gesagt. Und sie hat es ja auch selbst gemerkt, ich weiß nicht, ob sie unseren Blog liest, auf jeden Fall irgendwann hat sie mal gesagt, na, das heißt ja jetzt nicht mehr alternativlos, sondern unentbehrlich oder irgend sowas. Sie hat dann ein anderes Wort verwendet, was eigentlich kaum passte. Ja. Einfach und hat es eben so metasprachlich kommentiert. Also ich denke, alternativlos ist ein Wort, was sich sehr mit Angela Merkel verbinden lässt. Und natürlich, wenn es jetzt nicht nur um Einzelwort geht, wir schaffen das, wird auch sehr eng mit Angela Merkel verbunden. Also dass eben sogar Horst Seehofer in einem Interview über die Obergrenze dann darauf Bezug genommen hat, indem er gesagt hat, also nur mit der Obergrenze stimmt dann auch die Bevölkerung zu, dass man da schaffen könnte. Also er hat dann sozusagen Bezug genommen auf das, wir schaffen das, ja. Aber dass das eben nur unter den Bedingungen der CSU geht. War dieser Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, nicht eigentlich ziemlich genial? Weil ich überlege jetzt gerade, das kann ja für viele Menschen was ganz anderes bedeuten. Also erstens, ja. Dass wir, dann was wird mit schaffen gemeint, ja. Und was ist das? Ja, genau. Also dass wir ist auch ganz typisch Angela Merkel. Also wir wird ja von vielen Leuten verwendet. Die SPD hatte das ja sogar mal als Wahlkampf, ne, dass wir entscheiden, was allerdings ein bisschen zu kompliziert war. Denn man wusste schon mal gar nicht, ob man das wir jetzt groß oder klein schreiben muss. Das wusste auch die SPD nicht. Dann haben sie alles in Großbuchstaben geschrieben. Also das war schon ein bisschen zu komplex. Aber Angela Merkel hat das eigentlich immer wieder verwendet. Und zwar immer in so Bereichen, wo man nicht so ganz wusste, wer ist jetzt eigentlich mit wir gemeint. Also ja, aber wir schaffen das. Wer schafft es denn nun? Ja. Die gesamte Bevölkerung? Die Regierung? Ja. Oh, das ist nicht so ganz klar. Die Behörden? Ja, die Behörden. Die Flüchtlinge? Also das ist wirklich mit dem wir problematisch und gerade bei Angela Merkel gleitet dieses wir immer in der Bedeutung. Es sind immer unterschiedliche Gruppen. Ich habe sogar Sätze gefunden, wo im selben Satz einmal die Regierung gemeint ist und einmal offenbar die gesamte Bevölkerung mit dem gleichen Wir. Also das ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen. Von daher passt dieser Ausspruch auch zu Angela Merkel. Aber ich denke auch da, ich meine, das war ja nicht eine ungeplante Rede, von daher war das, wir schaffen das, schon geplant und ich glaube, das war auch geschickt. Also das war, da hat sie sich kommunikativ, glaube ich, ganz gut beraten lassen. Was war dein Wort des Jahres? Ein Wort des Jahres. Also Neusprechwort? Ich sagte schon dieses kritisch, was ja nicht unbedingt ein eigenes Wort ist. Es gibt zwar auch ein eigenes Wort, aber in diesen Zusammensetzungen. Das ist mir halt, das gibt es sicherlich auch schon länger, aber es ist mir halt in den Mainstream-Medien, also bis hin zur Taz, eben erst aufgefallen in diesem Jahr, dass es so verbreitet ist, obwohl es eigentlich feindlich bedeutet und dann eigentlich an dieser Stelle nicht gut verwendet wird, weil das Dinge verharmlost, denen man eigentlich sehr entschieden entgegentreten sollte. Das heißt, dein Wort ist nicht postfaktisch? Nein, mit Sicherheit nicht. Also postfaktisch, auch das, also ich meine, ist immer die Frage, ist das das Wort oder das Unwort des Jahres und postfaktisch ist halt das Wort des Jahres. Und das ist eigentlich, also erstmal ist es viel zu selten verwendet worden und dann kommt natürlich dazu, dass es ja auch eine Lehnübersetzung ist, dann kommt die Bedeutungsverschiebung dazu, wo ja erst zur Charakterisierung einer Politik, die auf Emotionen baut, verwendet, also im Original, Post-Truth, da ging es ja um Trump. Und plötzlich wird es aber ganz anders verwendet, nämlich also tatsächlich in Bezug auf Argumentation und in Bezug darauf, dass eben Dinge postfaktisch, also gelogen sind,
Und dann sollte man besser gelogen sagen oder Propaganda und nicht vom Postfaktisch sprechen und damit eben das Falsche, das Kontrafaktische auch noch irgendwie verharmlosend darzustellen. Was ist der Unterschied zwischen Propaganda und PR? Da gibt es wenig Unterschied. Also heute bezieht man Propaganda auf Staaten und auf den öffentlichen Diskurs und PR auf den Diskurs von Firmen, auf Öffentlichkeitsarbeit von Firmen. Aber ursprünglich war das das Gleiche. Also das ganz berühmte Buch Propaganda aus den 20er Jahren, wo auch genau so Tricks wie verkaufe ich Dinge, was eigentlich um PR geht, das heißt aber Propaganda. Also war zunächst tatsächlich, war Propaganda das Wort für PR. Und dann ist es eben auch mit dem Propagandaministerium und so in Deutschland auf diese staatliche Schiene geschoben worden. Und man musste ein neues Wort für die Firmen haben, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hat dann von PR gesprochen oder Public Relations und hat das Wort Propaganda weggelassen. Obwohl natürlich Public Relations auch wieder Neusprech ist, weil es natürlich die Sache verharmlost. Es geht ja nicht darum, einfach mit der Öffentlichkeit in Beziehung zu treten, sondern es geht darum, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und das ist eigentlich Propaganda, selbst wenn es um Firmen geht. Macht Steffen Seibert PR oder Propaganda? Tja, ich wollte gerade gesagt habe, dass das dasselbe ist, muss ja. Natürlich jetzt auch konsequenterweise sagen, dass das in irgendeiner Weise Propaganda ist. Das mag man jetzt nicht so sagen, weil halt Propaganda tatsächlich ja vorbelastet ist, insbesondere durch den Nationalsozialismus. Mhm. Und damit würde man ja auch das, was die Nazis gemacht haben, auch wieder relativieren. Von daher schaue ich mich so ein bisschen davor. Aber natürlich geht es bei dieser Art der Öffentlichkeitsarbeit auch darum, Botschaften rüberzubringen und eben auch letztlich politisch Einfluss zu nehmen. Und das wird, glaube ich, gemacht. Also von daher ist von der Sache her tatsächlich dieser Übergang zwischen dem, was Firmen tun und was die Regierung tut, ja, also Werbung, das ist schon, das liegt nah beieinander. Siehst du ab und zu Ausschnitte aus der Bundespressekonferenz? Ja, das kommt schon mal vor. Fällt dir da was auf, also sprachlich? Naja, es fällt auf, aber das ist auch nicht so überraschend, dass die Regierungssprecher oder Ministeriensprecher, die da sitzen, doch sich immer recht gut vorbereiten. Und man merkt es auch an der Sprache. Also es klingt sehr schriftlich. Und selbst wenn die so sprechen, klingt es halt, als hätten sie sich das irgendwann mal aufgeschrieben. Oder als hätten sie einen Sprechzettel bekommen. Gut, das weiß man natürlich nicht, wer da alles zusammengearbeitet hat. Aber die Sprechzettel liegen meistens vor ihnen, die haben sie ja wirklich. Ja, ja. Gut, bekommen, das war jetzt so gemeint, dass sie es nicht selber erarbeitet haben, aber gut, das weiß man nicht. Aber das ist, glaube ich, sehr deutlich, dass da eine sehr, ja, soll man sagen, eine sehr schriftorientierte Sprache gesprochen wird. Also das ist, glaube ich, sehr auffällig. Mir fällt zum Beispiel manchmal auf, was du gerade sagst, wenn man selber zu einem spezifischen Thema was fragt, keine Ahnung, Beispiel Rammstein, dann antwortet er nicht mit zu Rammstein habe ich schon eine Menge gesagt, sondern er sagt immer, dazu habe ich schon eine Menge gesagt. Oder auch andere Sprecher, dazu haben wir schon. Also sie nehmen diese Wörter, die quasi, also das Thema und die Wörter, also zum Thema passende Wörter gar nicht in den Mund, sagen immer nur, dazu haben wir schon das und das gesagt, das können Sie da und da nachlesen. Ja, gut, wenn man das nicht dazu sagt, ist natürlich auch schlechter zitierbar. Genau. Und, ja. Darum machen sie das deshalb. Ja, ja. Also ich denke, das spielt schon eine Rolle. Also ich glaube, wenn er zitiert werden möchte, dann sagt er das auch, also sagt er nicht, er möchte zitiert werden, sondern dann bringt er so einen Satz, der so ist, dass man ihn sehr schön übernehmen kann. Dann steht auch zu Rammstein vielleicht dabei, wenn er an der Stelle zitiert werden will. Und letztes Thema, gerade Beispiel BBK und viele Zuschauer, die dann auch unter unsere Videos kommentieren, aber auch normale Leute, die uns auf der Straße treffen, sagen dann immer, ach Mensch, die lügen ja alle, die lügen ja ständig, die Sprecher und die Politiker und so weiter, wo ich dann immer sage, wo haben sie denn da gelogen? Mhm. Also war das jetzt wirklich eine Lüge, was du da gehört hast? Also wo ist das faktisch falsch gewesen? Mhm. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber die Leute, weil die Wahrheit, also wenn es jetzt die Wahrheit gäbe, aber dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt alles gesagt haben, was sie wissen und offen und transparent umgegangen sind, das war es ja auch nicht. Also ja, naja, das ist eben genau die Sache, die ich vorhin schon mit der Obergrenze
halt versucht habe zu illustrieren. Es ist halt so, dass ja, dass halt kommuniziert wird, indem eben ja, so ein gewisses Spiel mit der Realität stattfindet, dass eben nicht wirklich gelogen wird, sondern dass eben was gesagt wird, wo man dann aber auch wieder rauskommt aus dem, was man gesagt hat, und es entsteht so ein Eindruck, dass es irgendwie Politiker-Sprech ist und dass man dann irgendwie keinen Glauben schenken darf, beziehungsweise wenn man dem glaubt, dann kann man eventuell hinterher enttäuscht werden. Also gerade wenn jetzt die Sache mit der Obergrenze jetzt auch so weitergeht und dann tatsächlich kommt das in den Koalitionsvertrag und dann ist das plötzlich Regierungspolitik und dann ändert sich nichts oder dann kommen plötzlich wieder sehr viele Flüchtlinge und es gibt da Notsituationen. Ja, und dann werden natürlich die Leute auch sagen, was machen das da? Ja, und das ist halt schon gefährlich auch. Also das, worauf dann so ein Politiker baut, ist auf der einen Seite, dass es vielleicht dann doch irgendwie hinterher alles gut geht oder dass vielleicht das Thema sich dann verflüchtigt hat und man da eben jetzt nicht nochmal genau drauf schaut und dann eben diese Enttäuschung nicht eintritt oder wenn die Enttäuschung eintritt, dass sie dann so spät eintritt, dass er vielleicht gar nicht mehr zur Wahl steht oder so. Also ich denke, solche Dinge sind da schon mit im Kalkül. Also das ist schon in gewisser Weise, also auch ohne Lüge, manipulativ. Aber wie kannst du zum Beispiel unseren Zuschauern raten, sowas dann sich zu geben, also wenn man sich das angucken will? Also soll man gar nicht die Erwartung haben, dass diejenigen, die da befragt sind, die Regierung repräsentieren, mir offen und wahrhaftig antworten? Naja gut, also mit Regierungssprechern ist immer ganz schwierig. Das sind doch Politiker. Also ist ja, Politiker ist, glaube ich, dann nochmal ein bisschen leichter als mit Regierungssprechern. Ja, ich glaube schon. Also Regierungssprecher sind natürlich in so einer Lage, wo sie ja tatsächlich irgendwie etwas verkünden müssen, was die Regierung denkt. Und das ist halt ganz schwierig. Und deshalb sind das auch immer so sprachliche Ungetüme, die halt schwer zu durchdringen sind. Aber wenn man sich das geben will, dann sollte man halt genau hinhören. Denn wie gesagt, gerade bei den Regierungssprechern, das ist eigentlich der Vorteil, da ist ja nichts zufällig. Ja. Also jedes Wort spielt eine Rolle. Und da muss man halt wirklich ganz genau hinhören. Und dann hat man vielleicht sogar Erkenntnisse dadurch, dass man eben genau hinhört und genau darauf achtet, was gesagt worden ist. Weil man vielleicht dann wirklich besser versteht, was vor sich geht. Aber wie gesagt, da muss man sehr, sehr genau hinhören. Und deshalb ist das auch so anstrengend. Das ist bei Politikern letztlich einfacher, weil Politiker eben ja auch wiedergewählt werden wollen und tatsächlich dann auch zu so einer gewissen Einfachheit neigen, also Populismus im weiteren Sinne. Und da kann man auch dann vielleicht auch Widersprüche sehr viel leichter bemerken als in solchen polierten Sätzen, die halt von Regierungssprechern kommen. Das war ja immer so ein Ding. Also ich bin ja schon viel länger Mitglied der BBK, als wir das filmen. Und ich war immer der Meinung, warum sollen wir das filmen? Weil wer will sich denn das antun? Und dann, seitdem wir das filmen und gemerkt haben, das gucken sich 10.000 Menschen jedes Mal an, auch komplette Sachen, nicht nur Ausschnitte oder so weiter. Ja, das will man ja. Also ich meine, ich habe es mir jetzt nicht so oft angeschaut, aber wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mir natürlich auch so die volle Neunung gegeben. Wenn man schon einmal drin ist, dann will man ja jetzt auch noch wissen, wie geht's weiter. Aber das hätte ich ja nicht gedacht, dass das, also das war ja auch so, du meinst ja, es ist ja viel leichter, einem Politiker zuzuhören als einem Sprecher. Ja, aber das ist doch gut. Also ich finde das sehr, sehr gut, dass Leute da Interesse zeigen. Und ich finde überhaupt, also all diese Dinge sollten halt mehr veröffentlicht werden, insbesondere wenn es halt wie bei der Bundespressekonferenz Ereignisse sind, die ja für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also das Gleiche gilt fürs Parlament. Also es müsste eigentlich überall, in allen Parlamenten, auch auf Landesebene und letztlich auch auf kommunaler Ebene, diese Beratungen, die ja wirklich gemacht sind für die Öffentlichkeit, wo es ja auch immer Zuschauerplätze gibt, das sind ja keine Beratungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, die sollten jetzt auch im Netz zugänglich gemacht werden. Denn dann ist es wirklich barrierefrei. Denn so, ich meine, wer kann sich das erlauben, da überall hinzugehen, allein von der Zeit her. Aber wenn ich halt drauf komme, dass da auch irgendwo in so einem Stadtparlament gerade Dinge beschlossen werden, die mich betreffen, dann würde ich das gerne nochmal nachsehen, was da genau besprochen wurde. Und deshalb finde ich das sehr gut, wenn da immer mehr Leute
sehr viel mehr Sachen öffentlich machen, gerade Sachen, die sowieso für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich habe noch ein Wort, was mir jetzt gerade einfällt, was vielleicht für dich den nächsten Monat interessant sein könnte. Seibert hat das nämlich vor ein paar Wochen eingebracht und das wird jetzt immer gängiger, nämlich das Wort Migrationspartnerschaft oder Migrationspartnerschaften. Also die EU, Deutschland will mit den afrikanischen Staaten, wo die Flüchtlinge durchreisen, ja, also die wie man das Transitländer sind, auf dem Weg zu Libyen und so weiter, mit denen Migrationspartnerschaften eingehen. Das ist wieder ein Euphemismus, weil man bei Partnerschaft natürlich nur an was Gutes denkt, aber es geht natürlich wieder darum, Migration einzudämmen und dann eben irgendwie mit denen was zu vereinbaren, dass halt die Flüchtlinge nicht weitergelassen werden oder dass man da irgendwelche Zäune baut oder so. Und ja. Zum Beispiel in Afghanistan hat man auch eine Migrationspartnerschaft vereinbart. Ne? Ja. Aber das gilt natürlich nur, okay, wir bringen jetzt eure Afghanen wieder zurück zu euch. Und zahlen dann noch Geld für eine Landebahn, genau, ja, damit das geht. Ja, ja, also das ist natürlich in der Tat sehr beschönigend. Und wie gesagt, ein Euphemismus eben. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man das dann aufdeckt. Und es wäre auch gut, wenn sowas dann in Anführungszeichen wenigstens steht und dann auch in den Medien, in der Presse, das hinterfragt wird und nicht einfach dann gesagt wird, okay, jetzt eine neue Migrationspartnerschaft mit Tunesien. Also nee, ne? Da sollte man schon klarlegen, was da eigentlich passiert. Ja. Und okay, letzte Frage. Schaffen die Medien, also jetzt nicht Politiker oder Sprecher oder so weiter, sondern schaffen es auch Medien, Journalisten, Wörter in den Fluss zu bringen? Ja, also das ist in der Tat, also was heißt in den Fluss zu bringen? Das in den Fluss zu bringen, da müssen immer mehrere zusammenarbeiten, insbesondere dann auch Journalisten. Denn Wörter verbreiten sich nicht allein dadurch, dass sie mal ein Politiker sagt, sondern da müssen halt wirklich, das muss halt wiederholt werden. Dafür braucht man die Medien. Das ist ganz klar. Also die Verbreitung geht nur durch Medien. Aber ich meine, dass Medien damit anfangen. Ja, genau. Also das haben wir ja auch versucht herauszufinden. Da gibt es sehr gute Hinweise, dass ein paar der Wörter tatsächlich durch die Medien aufgebracht werden. Also zum Beispiel der Nacktscanner. Nacktscanner ist ein Wort, was tatsächlich die Medien aufgebracht haben und wo die Medien auch erfolgreich waren. Gut, es ist jetzt nicht so schwer für die Medien erfolgreich zu sein, weil sie ja auch das Medium der Verbreitung sind. Aber bei Nacktscanner kann man es wirklich sehen. Da kann man auch wirklich sehen, wie Politiker dagegen angekämpft haben. Also das Innenministerium, aber da gibt es natürlich auch vom Europarat nochmal Termini und so weiter, die verwendet wurden, wobei Nacktscanner nach wie vor das am häufigsten verwendete Wort ist. Und da sieht man halt sehr schön, wie eben sich jemand, wahrscheinlich ein Journalist, das ausgedacht hat und dann das aber auch Verbreitung gefunden hat. Es gibt noch andere Wörter, ich hatte ja vorhin schon Rettungsschirm erwähnt, das ist wohl auch ein Wort, was tatsächlich aus den Medien kommt. Ist ja klar. Ein Journalist sucht jetzt ein griffiges Wort für diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, der hieß ja zunächst noch komplizierter. Und so kam dann eben Rettungsschirm auf. Also es sieht ganz so aus, also da haben wir nicht den klaren Beweis, aber es sieht ganz so aus, als käme das, also wir haben keine Belege von Politikern am Anfang. Deshalb sieht es so aus, als käme es von Journalisten und ist dann aber aufgegriffen worden von allen. Und das ist das allgemeine Wort. Also sind eben sowohl Politiker wie Journalisten die Wörter aufbringen, aber die Medien haben vor allen Dingen die Aufgabe, dann diese Wörter auch zu verbreiten. Denn wenn nur einer einmal ein Wort sagt, wenn ich jetzt sage Computerwanze und keiner verwendet es, dann ist es witzlos. Also es müssen schon eben verschiedene Akteure zusammenarbeiten und für die Verbreitung sind eben besonders die Medien zuständig. Ich habe noch zwei Wörter aus diesem Jahr, nämlich das Wort Deal. EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Und ich weiß zum Beispiel, wenn man es in der BBK benutzt hat und man hat das Wort, ich habe das Wort Deal verwendet, dann wurde ich sofort korrigiert. Wir haben keinen Deal abgeschlossen und so weiter. Kannst du unseren Zuschauern erklären, warum die Regierung Abkommen sagt, aber nicht Deal? Ja, also klar. Bei Deal gibt es gewisse Gedanken, die einem kommen dabei. Man nennt das Konnotation, also neben der eigentlichen Bedeutung. Ist der Deal einfach nur tatsächlich ein Abkommen, was man getroffen hat, insbesondere zwischen Handelspartnern.
oder Händlern, ne, auf der Straße. Aber es kommen halt bestimmte Assoziationen, die ich auch gerade schon angesprochen habe. Und bei Deal denkt man an den Dealer, der wird auf der Straße irgendwie gedealt. Und das soll halt vermieden werden, weil man halt sagt, naja, wir haben hier seriös verhandelt und das ist Ergebnis langwieriger diplomatischer Verhandlungen, das ist überhaupt nicht schmutzig, genau. Ja, und wenn man dann eben Deal sagt, dann denken die Leute an was Schmutziges. Und möglicherweise ist es ja sogar ethisch verwerflich, was da passiert ist. Aber ja, man versucht es eben anders zu benennen. Ja, wobei die Frage ist, ist das Abkommen neutral? Also man könnte zunächst denken, dass es neutral ist, aber ja, es könnte auch beschönigend wirken. Abkommen. Also es gibt, glaube ich, am Ende kein neutrales Wort. Also man kann, glaube ich, sehr gut die Einstellung erkennen, die jemand zu dem Abkommen hat oder zu dem Deal hat, indem er entweder Deal oder Abkommen sagt. Und das andere Wort ist immer Drohnenmord. Das mögen sie auch gar nicht. Ja, und wie wollen sie das benannt haben? Also höchstens Drohnenangriff. Drohnenangriff. Drohnenmord. Aber wenn jetzt einer stirbt, dann ist es... Dann ist es ein Kollateralschaden. Nee, kann ja nicht sein. Gezielte Tötung heißt das, glaube ich. Gezielte Tötung. Ja. Was natürlich auch eine Beschönigung ist. Ja, extra legale Tötung. Extra legal. Aber extra legal, wenn das so offiziell im Krieg ist. Im Krieg ist doch nichts extra legal. Ja, aber wenn es nicht im Krieg stattfindet? Ja, das ist ja das Problem mit dem Krieg. Das ist ja auch die Frage. Ne? Es wird ja dann schnell was zum Krieg erklärt, was kein Krieg ist. Denn ich meine, es ist ja, wie sagt man so schön, asymmetrisch. Das ist auch nochmal das Ding. Die Bundesregierung hat sich dem Krieg gegen ISIS angeschlossen. Mhm. Ende November, Anfang Dezember 2015, also ein Jahr her. Mhm. Und haben sie in der allerersten Bundespressekonferenz von Krieg gesprochen. Haben gesagt, wir ziehen in den Krieg gegen den Terror. Ja, das durfte man nicht mehr sagen. Und seitdem war es vorbei. Nee, nee. Also, da gab es dann anscheinend irgendwie eine Direktive. Gehen wir sagen, nee, nee, ein Krieg geht nicht. Das ist Terrorismus. Und ja. Den bekämpfen wir. Den bekämpfen wir, aber genau. Krieg führen wir nicht. Krieg führen wir nicht, nee. Naja, das ist halt die Frage der Definition von Krieg. Und letztlich, es ist gar nicht mal so sehr die Definition, auf die es ankommt, sondern es kommt auf diese Konnotation eben auch stark an. Ja? Denn jetzt hier wirklich, ich meine, da kann man sagen, ja, wir fragen jetzt mal einen Juristen, aber es geht ja hier um das komplizierte Völkerrecht, wo also es ganz schwierig ist zu entscheiden, was nun ein Krieg ist und was nicht. Also Kriege finden ja eigentlich zwischen Staaten statt. Der Islamische Staat, obwohl er sich so nennt, wird aber nicht als Staat aufgefasst und so. Aber dann gibt es diese komplexe Lage in Syrien, wo tatsächlich Staaten beteiligt sind. Und das ist halt dann ganz, also völkerrechtlich sicherlich sehr, sehr schwierig, da zu einer Lösung zu kommen. Ja. Aber es gibt dann eben die Vereinbarung, Krieg wird nicht gesagt, es wird Terrorismus bekämpft. Wobei natürlich sowohl das Bekämpfen, also das Bekämpfen ist sicherlich eine Beschuldigung, und bei Terrorismus weiß man gar nicht so genau. Also das ist auch sowas, was man nur schwer definieren kann. Was ist der Unterschied zwischen Terror und Terrorismus? Das wird, glaube ich, gleich verwendet, wobei Terror, natürlich dadurch, dass es kürzer ist als Terrorismus, vielleicht auch unmittelbarer klingt und damit auch schlimmer klingt als Terrorismus. Wobei natürlich da auch eine Bedeutungswandlung stattgefunden hat. Und das Wort Terror, beziehungsweise dann auch Terrorismus, leitet sich ja von einer Situation nach der Französischen Revolution ab, wo eben von Staats wegen halt der Terreur, wie es auf Französisch heißt, durchgeführt wurde, dass eben massenweise Leute hingerichtet wurden und so. Und das wurde als Terror empfunden. Und das ist der Ursprung des Wortes Terrorismus, das sich dann verschoben hat hin zu Leuten, die halt gegen den Staat agieren. Beziehungsweise die Definition von Terrorismus ist auch, glaube ich, sehr schwierig und ist sehr schwammig. Und da kann man eben das eine mal als Terrorismus bezeichnen und einem mal nicht. Beziehungsweise man muss erstmal genau abwarten, bevor man sich entscheidet, ob nun ein Attentat mit einem Lastwagen Terrorismus ist oder nicht. Und da gab es ja auch am Anfang so eine gewisse Unsicherheit. Ich möchte das Wort Anschlag nicht in den Mund nehmen. Das war de Maizière diese Woche. Genau, ja. Genial. Ja. Martin, vielen Dank. Ja, hast du irgendeinen Tipp, was das Wort für 2017 sein könnte? Wir haben ja, der Wahlkampf steht an, wir haben ein Wahljahr. Sind in Wahljahren die Neusprechbegriffe noch ausgeprägter als sonst?
Ja, es ist immer schwer, Prognosen abzugeben, besonders über die Zukunft. Also es kann natürlich noch einiges auf uns zukommen, aber so einige Sachen zeichnen sich ja jetzt ab. Also Mikrotargeting ist gerade so richtig ein Wort, was man ständig hört und niemand weiß so genau, was das eigentlich ist. Oder Targeting, Mikrotargeting ist vielleicht zu lang. Targeting. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade sehr... Aber Targeting heißt auch Ziel oder genau. Zielen. Oder? Eigentlich natürlich ein Ausdruck aus dem Militär. Ja, da wird auf Menschen gezielt. Aber hier bedeutet das ja, dass man genau Menschen ansprechen will, die möglicherweise empfänglich sind für bestimmte Botschaften. Ja, also sagen wir mal, jetzt eine willkürlich ausgewählte Partei, die CDU, möchte gerne mehr Wählerzuspruch haben und versucht jetzt, sich an die Leute zu wenden, die in so einem Umfeld sind, die die CDU vielleicht jetzt gerade nicht wählen wollen, aber bereit wären sie eventuell zu wählen und dann mit bestimmten Botschaften auf die einzuwirken. Also darum geht's ja. Und das wird halt mit dieser militärischen Metapher Targeting belegt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was noch sehr stark, sag ich jetzt mal, gehypt wird, wo man gar nicht so genau weiß, inwiefern das dann wirklich eine Rolle spielen wird. Aber das wird sicherlich ein Wort sein, was uns noch ein bisschen begleitet 2017. Schauen wir mal. Dankeschön.